Ellen. Wer unterstützt Leuwarden? Ruhe, ich habe schon zu viel gesagt. Vergebt mir, ich bin beschäftigt. Oh, schade. So, also um 6. Ich wollte doch hier irgendwo pennen. Kellnerin? Macht schnell, Süßer, ich bin beschäftigt. Süßer, sind noch Zimmer frei? Sind noch Zimmer frei? 5 Orens, nur für euch. Ich ruhe mich ein bisschen aus und bereite mich vor. So, wie spät haben wir das denn? 11 Uhr, 5 Stunden. Gucken wir mal, was die Party macht. Vor allen Dingen ein Zimmer und ich nehme den Teppich, weil er irgendwie ein bisschen komisch, oder? Ich sehe nur zu. Ich muss Patti. Meister Leuwarden bittet um 6 Uhr heute Abend um eure Gesellschaft. 16 Uhr. Ach, 11. Oh Gott, habe ich 5 Stunden. Oh Mann. Ich bin ja wieder gut, ne? Oh, hab nicht drauf geachtet. Kommt davon, weil man immer schnell macht. Jetzt zählt sogar nicht mal mehr der Kopf. Zu viel getrunken? Ja? Nein. Ihr müsst mir nichts erklären. Ich bin Kellnerin. Der Tag danach ist mir wohl vertraut. Aber ich... Nehmt einen Krug Wodka, fügt 2 Maß Schöllkraut und 3 Nieswurzblüten dazu. Das Rezept meiner Oma gegen Kater. Habe ich euch schon von meiner Großmutter erzählt? Alle respektierten sie. Trotz ihrer Hässlichkeit. Aber vielleicht wurde sie auch gerade deshalb respektiert. Hakennasen können sehr eindrucksvoll sein. So ist das bei einer Hexe. Weisheit bringt nicht immer Respekt. Langweile ich euch? Zum gar nicht. Keineswegs, aber da fällt mir ein, ich habe ja noch Milch auf dem Herd. Adieu. Gott. Ganz und gar nicht. Ich weiß, ihr seid eine Hexe. Das ist fast sowas wie eine Hexe. Ihr praktiziert Hexerei? Braut Tränke und helft Frauen in Not. Irre ich mich? Nein. Seht ihr? Ich habe recht. Meine Großmutter würde euch mögen. Und ich glaube, ihr sie auch. Ihr seht gelangweilt aus. Nein, keineswegs. Red weiter. Keineswegs. Ihr zwei könntet Erfahrungen austauschen. Ich stelle mir schon vor, wie meine Großmutter sagt. Ein Maß Schöllkraut, 2 Nieswurz, 1 Prise Mistel... Ich muss jetzt wirklich aufbrechen. Ich möchte euch nicht aufhalten. Aber kommt bald wieder vorbei. Dann reden wir mehr. Lebt wohl. Ach, Geralt, komm, das war nur ein ganz kleiner Applaus und du heulst schon wieder rum. Wir brauchen noch mehr Bilder. So, wo ist die Kellnerin? Ich muss nochmal 5 Orens ausgeben hier. Da. Geht das nicht? Ich nehme gleich eure Bestellung auf. Zeig mal, aber Zimmer frei. Sind noch Zimmer. 5 Ohren. Gut. 2 Stunden. Mensch. Was passiert mal auch, ne? Ja, gut. Eieiei, heute ist aber auch was los, du. Aber hoffentlich gucken wir mal, dass die Party auch richtig hart ist, oder? Ich hoffe, die spielen die richtige Musik. Der Rittersporn hat ja seine Laute nicht mit. Nächstes haben wir eine Sache schon mal. Oh, jetzt ist keiner da. Jetzt können wir Party machen. Ah, Stadtrat. Wohlhabender Kaufmann. Geiger. Geheimnisvoller Adliger. Trissi. Schickes Kleid, Triss. Alter Schwede. Da wären wir. Zieht nicht so ein Gesicht. Alles wird gut. Sollten wir nicht lieber zu euch gehen und uns vergewissern, dass ich keine inneren Verletzungen habe? Kommt, Geralt. So schlimm ist es doch gar nicht. Mischen wir uns unters Volk. Eid von Dala empfangen. Ich werde mich umschauen. Vielleicht treffe ich jemand Interessantes. Erstmal gehen wir nach Leuwarden. Man gibt ja eigentlich immer... Da ist er. Gastgeber. Geralt von Riva und Triss Merigold, willkommen. Seid gegrüßt. Danke, dass ihr gekommen seid.
Seht euch hier um und ihr seht Repräsentanten des ganzen Königreichs. Wir danken euch für die Einladung. Vergebt mir, doch meine Pflichten rufen. Ich bin sicher, wir werden später noch miteinander reden. Sicherlich. So, der geheimnisvolle Adlige, ein Adliger. Wir erwarten doch nicht, dass wir die ganze Nacht stehen. Sicherheitswache. Oh, Ada. Das ist die... Die Dinge war. Weibliche Begleitung. Jeder weiß doch, dass Hexen unfruchtbar sind. Ich interessiere mich nicht für Politik. Oh Mann. So, Thala, was machst du denn hier? Geralt, kennt ihr Thala? Thala? Hier? Lasst mich euch meinen Meister vorstellen. Den ehrenwerten Erkin von Blund. Seid gegrüßt, Herr. Erkin hat ein Schweigegelübde abgelegt, kann also nicht antworten. Ihr fragt euch sicher, warum er hier ist. Wahrhaftig, ja. Er hat zahlreiche Gelübde abgelegt. Einer seiner Schwüre lautet, die königliche Familie zu beschützen. Leider empfindet Prinzessin Ada wenig Respekt für ihn. Schwüre müssen jedoch eingehalten werden, wie widrig die Umstände auch sein mögen. Welche Rolle spielt ihr dabei? Seid ihr an seinen Schwur gebunden? Er gab mir die Befugnis, für ihn zu sprechen. Und ich diene ihm als Berater. Gewiss. Wir wollen euch nicht belästigen. Kommt, Geralt. Wollen wir mal ansprechen? Ich habe, glaube ich, nichts zu trinken mit, oder? Ich habe nur Raffelwasser, Kirschlikör. Später. Wer bist du? Geralt. Geralt, das ist Stadtvogt Velerath. Velerath, nicht Geralt. Seid gegrüßt, es ist lange her. Velerath ist König Voltests rechter Hand. Förmlichkeiten sind überflüssig. Wenn ihr eine Faktorei oder einen Laden eröffnen, ein Ungeheuer töten oder eine Eingabe an den König machen wollt, müsst ihr zuerst zu mir kommen. Ich werd's mir merken. Entschuldigt uns, Stadtvogt, aber wir müssen noch die anderen Gäste begrüßen. Ja, ja. Herold, wir haben einen Herold hier. Willkommen bei Lord Leuwardens Fest. Oh Gott, halt die Klappe. So, Stadtrat. Wir können nicht alle Ratsherren sein. Geheimnisvoller Adliger. Am vortrefflichsten mit einem roten SS Toussaint 1220. Adliger, Wohlhaber, Adliger. Okay, alle total uninteressant. Trommler, Geiger. Ja, dann werden wir wohl mal zu Ada, ne? Herren, erlaubt mir euch die Zauberin Triss Merigold vorzustellen und... Der Wett, ich weiß, wen ich vor mir habe. Wir kennen einander, nicht wahr, Hexer? Das könnte man so sagen, Prinzessin. Eine Prinzessin. Jedoch fühle ich mich nicht immer wie eine. So viele Pflichten. Ihr macht euch ja keine Vorstellung, Hexer. Warum starrt ihr mich so an? Missfällt euch mein Kleid? Nein, vergib mir, Herrin, aber selbst das schönste Kleid würde neben eurer Schönheit verblassen. Ihr tragt immer noch den Edelstein mit dem Einschluss. Ah, wir machen das obere. Vergebt mir, Herrin, aber selbst das schönste Kleid würde neben eurer Schönheit verblassen. Hütet eure Zunge, Mutant. Der Wett, ich entscheide, wann ich beleidigt werde. Eure Hoheit, es ist wieder natürlich. Still. Es war eine Pläsanterie. Ihr dürft vorerst gehen. Ihr habt jeden kennengelernt, der jemand ist. Ich muss etwas mit Leuwarden besprechen. Benehmt euch bitte. Und gebt acht. Einige Leute versuchen vielleicht, euch auszuhorchen. Mich aushorchen? Ich bin doch bloß ein Hexer. Lasst euch nichts vormachen. Alles, was ihr sagt, hat politische Konsequenzen. Echt? Kann ich mit Ada nochmal reden? Geht mir aus den Augen, Missgeburt. Oh, wir könnten uns draußen mal treffen, wir beide. So, gibt's hier irgendwas zu essen? Eine Party, nichts zu essen, nichts zu trinken. Hier ist eine Kommode, was haben wir denn drin? Bisschen Alk. Können wir mal hier was essen? Gegenstand weglegen. Dann gehen wir mal zu den Netten in der Rüstung. Oh, was ist denn hier eigentlich? Oh, da gehen wir auch gleich hin. Aus dem Weg.
Er schwankt schon. Was trinkst du denn gerne? Bier? Okay, Bier ist er nicht. Ich hoffe, ich halte das aus. Tafelwasser. Ich hoffe, ich habe so viel Zaufzeugs überhaupt. Kräuterwodka. Verflucht bin ich betrunken. Er spricht. Ich habe mein Gelübde gebrochen. Ich schwor auf einen Reiher. Einen Reiher? Einen Fischreiher? Unsinn. Thaler heuerte mich an, dass ich inkognito zu dem Fest komme. Ihr habt es vermasselt. Bitte keine Szene. Mit diesem Ring kommt ihr ins Haus der Nacht. Zum halben Preis. Geil. Ja. Gib mir her. Wir nehmen den Siegelring. So, wer braucht den silbernen Bernsteinring? Ja, ach komm. Schick. Glaub, ich geh mal pennen. Das war ja richtig gut. Das Essen ist sicher ganz schnell weg. Wo ist denn Thaler? Thaler? Ach, schade. Ich hätte ja gerne mal so gesagt, so, na, Thaler, ich weiß Bescheid über deinen Freund in der Rüstung. Und der verschenkt Ringe an Männer. Ganz komischer Typ. Ich geh mal eine Runde schlafen. Ach nee, du schläfst ja nicht, du meditierst. Ich geh mal eine Stunde meditieren. Ja, das stimmt. Hört sie aber auch nicht gerne auf. Kiste, Schränkchen. Ich würde ja gerne eine Runde pennen hier. Gehen wir erstmal ein Schränkchen oder erstmal die Kiste? Im Schränkchen sind immer die geheimen Sachen, ne? Okay. Also das kann ich ja sowieso wegpacken, habe ich ja jetzt gelernt. Was haben wir denn hier drin? Schickes? Uiuiuiui. Geheimnisvolle Notiz. Fremde Länder. Okay, warte mal, schmeißen wir das Ding weg. Das mit? Goldener Siegelring, Wertsache. Ein wertvoller Gegenstand, der verkauft oder verschenkt werden kann. War alles mitgenommen, was wir mitnehmen können. Zuckerpuppe, Speise. Okay. Können wir wegschmeißen. Nehmen wir die Zuckerpuppe mit. Zwergenbrand. Okay. Trauben. Trauben sind auch selten. Starker Alkohol. Na gut. Oh, wir waren. Was macht ihr hier? Ich habe das Klo gesucht. In der Kiste? Punkt für euch. In Wahrheit hoffe ich auf ein ganz edles Tröpfchen. Das geht euch nichts an. Verschwindet. Punkt für euch. In Wahrheit hoffte ich auf ein ganz edles Tröpfchen. Der Wein schmeckt tatsächlich verwässert. Ich habe diesen Schnaps gefunden. Wollt ihr kosten? Nur zu gern. Eine tolle Wurst, schon wieder saufen. Ah? Meat? Nein. Salpeter? Ja, wir können ihn Salpetersäure geben. Das ist ja nur der Fischlikör, oder? Uiuiui, Geralt. Oh. Ausgenockt. Händlerviertel? Haben sie mich völlig besoffen rausgeschmissen oder was war das? So geht man mit einem Hexer um. Naja, man muss ja auch mal die Party sprengen, ne? Also ich glaube, das hat jeder mal durchgemacht. Aber sie so zu besaufen, dass man umfällt? So. Ist da noch was Schönes drin?